Perfekt. Ich nehme auch zwei auf einmal, du. Kein Ding. Nee, nee, das darfst du nicht. Willkommen beim Jorges zu einer neuen Folge GTA Online. So mit Kevlar. Hallo, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Na, du springst schon richtig rum. Wir haben heute eine Mega-Challenge. Und zwar, von wem kommt die, Kev? Und zwar haben wir in diesem Dokument, hat sich jemand eingetragen, und zwar der Leo, mit einer folgenden Challenge Mega-Triathlon. Er hat die etwas anders beschrieben, also wir haben die minimal abgewandelt, damit die YouTube-tauglicher ist, aber im Endeffekt kommt die Idee von ihm. Und zwar fahren wir mit dem Fahrrad von mir aus zum Puff, vom Puff aus... Das ist sozusagen unsere normale nächtliche Route, was der Kev und ich so machen, ne? Genau, Party-Route. Kev wohnt hier oben, ne, und dann gehen wir halt nachts immer, schnappen wir uns unsere Mountainbikes und dann fahren wir da einmal zum Strip-Club hin. Also da wohne ich, ich zeig das nochmal, hier oben wohne ich. Wir fahren zum Stripclub und was macht man natürlich vom Stripclub, wenn man schon blau ist? Man bestellt sich sein Auto und fährt damit zum Militärplatz, klaut sich ein Jet im Suff. Richtig, mit dem Jet. Weil das füge ich jetzt dazu zur Challenge. Man muss sich betrinken da drin. Okay, man muss einen Drink trinken. Ein Drink oder zwei? Zwei. Drei? Nee, ich glaube, wir blocken uns ja gegenseitig. Okay, zwei. Ja, zwei. Und... Nachdem man natürlich besoffen den Jet hat, was will man dann? Baden. Und deswegen fliegen wir dann zum Pier, zum Riesenrad, da wo man die Jets oder Boote klauen kann, mit den Booten, dann zum Yachthafen. Ja. Genau, dann, weil man die reichen Schnösel einfach ärgern will, da klaut man von denen ein Heli und landet auf dem höchsten Punkt, also auf dem höchsten Gebäude und springt dann einfach mit dem Fallschirm runter. Das hast du jetzt hinzugefügt, aber finde ich gut, okay. Das habe ich hinzugefügt jetzt, das ist dann eigentlich noch nicht da, aber danke auf jeden Fall, Leo, für deine Challenge. Und ich würde sagen, Dena. Richtiger Mega-Triathlon, finde ich voll gut. Oder eins fällt mir ein, Dena, hast du deine Minimap überhaupt an? Ja, klaro. Ich habe meine noch aus von der letzten Challenge. Kev, ich bin noch Profi, hab das alles wieder angestellt. Ja, okay, jetzt habe ich es auch an. Wollen wir loslegen einfach, Dena. Das wird nämlich eine mega geile Triathlon-Challenge. Hatten wir lange nicht mehr. Finde ich richtig cool, die Idee. Und wir haben ja wirklich alles da. Boote, Fliegen, Helis, Klauen, Autos, Fahrrad. Das ist nicht nur ein das ist kein Triathlon, kein Quadathlon, das ist ein Megathlon. Ja, Megathlon, das ist wirklich so. Perfekt, Leute. 3, 2, 1. Yola! Go! Bam, 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 bam. Keiner kann schneller klicken als ich mit dem Daumen. Boom. Man darf sich aber nicht gegenseitig abschießen, ne? Nee, das ist nicht. Okay. Hey! Ja! Leute! Wuhu. Man muss da springen, Kev hier! Tschuhu. Die Powerhand verkrampft! Vorsicht, Autos! Ja, Kev, das ist wie immer hier. Ja, wir kennen uns ja aus, das ist ja nichts Neues eigentlich. Oh, abgeschnitten den Weg vor dir! Das habe ich falsch gemacht! Aber ich drücke schneller! Ja! Was zur Hölle war denn das? Ja, da hat jemand die Tür geöffnet, er hat gesehen, dass du auf dem Weg zum Puff bist. What the fuck? Das war richtig merkwürdig. Ja, meine Hand tut richtig weh, Freunde, aber ja! Ich war ja wohl eigentlich... bin ich da locker vorbeigekommen. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Ich mach mich traurig, sowas, Kev. Dena, mein Daumen tut schon so dermaßen weh und ich weiß gar nicht, ob es so einen Unterschied macht, wenn man so reinhämmert in diese Tasten. Nicht. Du kannst auch so relativ schnell hintereinander das drücken. Nein, es muss Todespower sein. Ja. Kev, mit Verkehrsregeln, ne? Wie immer. Wie? Das ist mir jetzt neu. So, einmal also gesprungen. Ich warte an jeder roten Ampel, deswegen bin ich da vorne auch stehen geblieben. Also da bin ich nicht über das Auto geflogen, sondern ich habe extra angehalten. Genau, das war meine Notbremse. Perfekt. Notbremse funktioniert so, man hat aber einen Stock dabei und tut die vorne einfach so in die Speichen, damit das Fahrrad sich so überschlägt. Okay, so. In 800 Meter bin ich im Puff, die Scheine fangen schon an zu glühen, mein Portemonnaie wird langsam warm. Wahrscheinlich wird du einfach noch was anderes machen bei dir, hey. Vielleicht habe ich sogar Zeit, mir was anzugucken. Ja! Vielleicht gönne ich mir das. Ich weiß nämlich, Freunde. Soll ich mir das gönnen? Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich so dreist? Habe ich die Balls, mir A, etwas für die Balls zu gönnen und die Balls, das überhaupt durchzuziehen? Ja, ich bin da. Der Puff lässt grüßen. Also ich habe kein Problem damit, ne? Der Puff lässt grüßen. Okay, ich zwirbel mir zwei Drinks rein. Und dann wird's das. Natürlich, was man machen muss, wenn man den Jet klaut, es ist erlaubt, bei Lester anzurufen und zu sagen, Bullen, gucken weg. Ja, ja. Das ist eine Sache, die wir machen. Kattenstay. Lieber Puff, ich bin da. Papa, du hast, lass mich rein. Jo, ja. Kollege. Okay. Und rein da. Vielleicht fange ich auch eine Schlägerei an, dann kann der Dena nichts mehr trinken. Nein. Wenn Schlägerei fang ich die Schlägerei an? Nein. Du bist ja schon da? Ja. Ja, jetzt geh weg. Geh weg. Ist eine Animation, geht gar nicht. Geh weg.
Ja, okay, abwechseln, aber weil du es bist. Aber danach bin ich wieder dran. Hallo, Mr. Barkeeperin. Wie ist es? Die Barkeeperin bedient gerade einen anderen Kunden. Du musst weggehen. Und ich bin weg. Jetzt. Jetzt bekomme ich einen. So, und danach musst du weggehen. Das muss natürlich alles auch fair bleiben. Ja, ist klar. So, perfekt. Ich nehme auch zwei auf einmal, du. Kein Ding. Nee, das darfst du nicht. Wir haben gesagt, abwechseln, Dena. Ja, okay. Los. Los, geh. Geh, bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. So. Lass tanzen. Verzieh dich, Junge. Was? Hey. Was quatschst du mich von der anderen Seite ab, voll? Was? Ey. Du hast nicht genau Geld auf deinem Konto. Kevin, du bist arm. Shit, ich muss Geld abheben. Nein. Nein, ich muss Geld abheben. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, geht doch so klar, Kevin. Geht doch so klar. Du hast es probiert. Achso, hier geht Geld abheben. Ja, jetzt hab ich Geld abgehoben. Warte, komm. Ja, dann musst du. Warte wenigstens auf mich. Wieso, das ist ein Rennen? Ja, okay, gut, dann fahr halt. Fahr halt, ich hätte dich auch nicht vorlassen müssen. Dann hätte sowieso keinen Drink kaufen können. Mann, man kann dir gar keine Sticker. Was verarscht die mich? Ich hab kein Geld, ich gucke gerade 140.000. Hä, bei mir hast du gerade getrunken. Das ist eine absolute Verarsche. Ich hatte zwar kein Bargeld dabei, aber die kann das doch von der Karte abbuchen. So, komm, Kev. Hä, bist du draußen? Ja. Hä, ich hab extra gewartet. Mann. LOL. Was? Mega-Fail. Was denn? Mega-Fail. Was für Mega-Fail? Das verrate ich dir nicht. Du wirst es gleich sehen. Hä? You're through to your garage. Stell mal dein Fahrzeug. Oh, wir sind zu nah beim Auto. Ja, deswegen. Mann. Deswegen laufe ich gerade weg. Das ist jetzt die Retourkutsche. Mann. Komm schon. Oh Gott, so, aber man darf mit jedem Auto fahren, ne? Oder? Autos auch klauen, klar. Okay. Perfekto. So. Haben Sie auch gerade in ein Auto gestiegen? Nee. Darf man tatsächlich mit jedem Auto fahren? Und jetzt muss man irgendwie dahin kommen. Hey, mein Auto kaputt, das fährt sich so komisch. Entschuldigung. Musst du erst noch das Ziel eingeben, oder wie? Ja! Ich bin schon fertig mit Ziel eingeben. Das habe ich natürlich nicht gemacht am Anfang. Ich glaube, mit dem Auto kann man es auch schaffen, was ich habe. Notfalls. Ja, mit dem, was ich habe, kann man es auch schaffen. Nein. Was? Der bin in den Weg reingefahren. Wir haben ja gesagt, man darf sich nicht töten, ne? Ja, darf man nicht. Was mit deinen Reifen? Ja, okay. Aber du bekommst mich einfach eh nicht, weil ich schon viel zu weit weg bin. Wow. Stimmt doch gar nicht, ich sehe dich doch. Ich hab schnelleren Wagen als du. Ich hab schnelleren Wagen als du. Naja, was für einen Wagen hast du? Hast du einen eigenen? Nö, ich hab den irgendeinen geklaut, aber was ist so ein Sportwagen? Hä? Das ist so ein halbwegs Sportwagen, keine Ahnung. Mann. Ich hab jetzt auf jeden Fall meinen eigenen Wagen, ich hab ihn einfach bestellt. Wow, und bin fast überfahren, Mann. Ich fahre aber erstmal, weil das Ding ist, der schnelle Wagen bringt dir hier nichts in der Stadt. Doch. Ich werde auf die Autobahn fahren. Sobald ich auf der Autobahn bin, bestelle ich mir dann mein Fahrzeug. So. Das ist nämlich der Unterschied. Hier musst du ganz häufig. So. Hier musst du ganz häufig was? Ganz häufig. Abbremsen muss man nicht, wenn man gut ist. Doch, muss man. Nein, muss man nicht, wenn man gut ist. Deswegen überhole ich die jetzt auch wieder. Und das, obwohl ich Stern habe, leider irgendwie. Aus irgendeinem Grund, das mag ich gar nicht gerne. Wo ist mein Fahrzeug? Wo hat das hingestellt? Wo stellt das hin? Ha! Kev, wie ich dich abziehe. Du brauchst so lang! Wir waren direkt beieinander und jetzt zieh ich dich voll ab. Ich bin eine andere Route gefahren. Wir sind auf gleicher Höhe noch. Nee, ich bin vor dir. Wir sind auf gleicher Höhe. Ich bin vor dir. Nee. Doch. Leute, hast du die Ausfahrt verpasst? Nee, mir nichts verpasst. Ich bin auf der Autobahn. Was? Ja. Ja, ja. Und ich habe meine Sterne verloren. Shit! Ich habe die Ausfahrt verpasst. Ja. Tja, Kev, da sag ich dir mal. So sieht das nämlich aus. So musst du das machen hier. Geisterfahrer, Kev. Okay, die Taktik ging nicht auf, aber ich bin jetzt wieder auf der richtigen Spur. So. Oh mein Gott, der Dena ist tatsächlich vorne. Aber es ist noch nichts entschieden. Wir haben es ja gerade nach. Wer weiß überhaupt, ob Jets. Ich hab bei der Stocker Crash Challenge habe ich gewonnen. Dann werde ich aber auch das bitte hier gewinnen. Und, Lena, wenn es keine Jetskis oder Boote gibt, darf man natürlich auch schwimmen. Ja, okay. Man muss sich halt auf dem Wasser fortbewegen. Das ist sozusagen das Ziel. Das wird aber ewig dauern ohne Jetski oder irgendwas. Es gibt ja den Ich hole dich auf, Lena!
Ja, gut, ich habe einmal gecrashed. Ich habe ja gesagt, Stocker Crash Challenge. Da musst du halt zwischendurch auch mal ein bisschen crashen. Ja. Ich kann halt schnell fahren, aber ich muss zwischendurch auch jemanden berühren. Das ist so das Ding. Das sind die billigen Ausreden. Das ist keine billige Ausrede, das ist einfach nur the truth. Oh, wenn ich dich erwische, Alter, dann setz sowas auf deine Reifen. Ich glaube, das aber nicht. So, jetzt erstmal schnell das Maschinengewehr aussuchen. Oh Gott, nein. Hör bitte auf, Kev, bitte. Nein, tu mir nicht. Oh, entschuldige, ich habe einen schnelleren Wagen als du, ich sehe das doch. Ja, la, 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 la. Das stimmt, aber ich fahre besser. Ich fahre besser, Kev. Shit! Siehst du? Sollte niemals gleichzeitig am Handy sein. Ja, ja. Also ich schon, aber du nicht. Das geht ich wollte nämlich gerade Lester anrufen. Ja, ich bin ich auch schon gerade vorbereiten. Ja, deswegen, ja, da habe ich irgendwo gegengeschmettert. Oh Mama, ey. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, oh Gott, ich bin auf der Gegenfahrbahn. Hops, schauen weg, das will ich aber erst später aussuchen. So. Wenn ich tatsächlich es auch brauche. Nein! Was? Mich hat ein Auto gestriffen. Ist das ärgerlich? Ich bin eigentlich perfekt an dem Auto vorbeigefahren. Und dann... Oh, shit! Und dann... Hat es mich einfach nur so dieser Lufthauch. Weißt du, wenn ein LKW vorbeifährt? Ja, auch, das ist klar. So oh, Kev! Ha! Du hast mich nicht hier weggeschlagen. Ah, shit! Ich war so nah dran, dich zu erwischen. Oh, aber nur so knapp. Ah, ich bin schon drauf, Kev. Ja, ich weiß. Go, Junge! Adam, beschleunige! Der Adam muss doch die Beschleunigung haben! Guck mal, du hast eigentlich viel besseres Auto als ich, aber trotzdem bin ich vor dir. Das ist einfach Können. Oh Gott, da ist schon ein Panzer, der links ist. Hast du nicht Kopf schon weg? Doch. Aber trotzdem ist da ein Panzer. Aber alles klar, go! Nicht. Ich bin gut aufgekommen und gib direkt Gas. Alter, ich fahr dir so in dein Jet rein. Nein! Das ist gewiss. Ja, ich heb einfach davor ab. Was, das ist ein Jumbo? Schau ich mit einem Jumbo? Das ist langsamer, will ich nicht machen. Jawollo! Bist du in der Luft? Ja! Na shit, ich höre dich, ich steig jetzt erst ein, verdammt mich! Tschüss, Kev! Oh Mann, Alter, oh Mann! Ich seh dich da vorne, das gibt's doch nicht! Aber jetzt kommt es natürlich auch drauf an... Ja? Wie skillig man ein Jet findet, aber jetzt wird's morgen, shit, da kommen die Jets direkt! Oh, komm schon, wir geben Gas, achten drauf, okay, die Farbe, ich bin immer so einer, man lenkt ja mit dem Linken. LOL, das bist du, du Fiesling, hallo, ich hab Angst, Digga. Ja, musst keine Angst haben, Kev. Wow, so. Oh Gott! Und auf, flieg hoch! Nee! Man darf sie nicht töten! Ich hab dich ja nicht getötet! Ja! Aber du hättest mich getötet! Der war echt, Alter, wie nah ich immer an dir vorbeigeflogen bin, das war gar nicht geplant! Oh, ich frage mich, wie flach man aber rausspringen kann aus dem Jet, ohne dass man verreckt. Weil da vorne sind wir schon. So, bam. Hinter mir, ne? Ja. Boah, ich bin viel zu nah. Und raus! Ohne Witz! Oh, perfekt! Perfekt! Oh, das ist ideal! Ideal, Dena! Ich bin im Wasser vor dem Jet. Das ist ideal! Haha! Guck mal, Gabby, ich bin viel besser als du! Ja, guck mal, nee, du musst doch noch ins Wasser, ich bin doch genau da! Ja, aber guck mal hier, bin ja schon da. Ha, was war wohl besser? Shit! Du warst vor mir und ich bin vor dir. Oh, Ding. Aber ich bin vorne eingestiegen. Ja gut, aber oh, nicht ciao! Und wir nehmen auch sogar die Rampe mit. Wow, doch nicht scheiße, daneben gefahren. Nein! Oh Gott, Kevin, das ist ja voll krass, wie eng wir beieinander über die ganze Zeit sind. Das ist aber heftig. Ich find's auch geil, dass wir so ein bisschen rumspielen, dass es nicht so todernst ist. So, wo ist denn der Yachthafen? Ich glaube, man muss da vorne einfach rein. Aber hinter der Landzunge, ja. Oder ja, hinter der Landzunge, das bin ich. Ja. Zack, hier rein. Oh, yo! Alter, diese Kuh. Nein!
Ja, was hast du gemacht? Seid abgedriftet. Du bist schneller als ich. Ah, weil ich besser bin. Das stimmt gar nicht. Lol. Lol. Komm schon. Oh Gott, ich bleib vorne. Alles klar. Oh, ich bin vor dir. Und? Jo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. So, und rein in den Heli. Du hast mir doch den Hintern gelassen. Nein, dafür hast du den schnelleren Polizeiheli. Aber das macht keinen Unterschied hier. Es ist nur noch oben drauf und wer zuerst dann den Boden berührt, ne? Ja, aber erstmal aufs höchste Dach darauf, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Hier oben. Ah, da. Oh yeah. Oh, du hast echt einen besseren Heli, shit. Ja. Nein. Es war halt wichtig, Erster zu sein beim Jetski-Rennen und ich hab dich noch überholt. Ich glaube, weil ich nach hinten gedrückt habe, weil dann lehnst du dich so aus dem Wasser raus. Ich hab nach vorne gedrückt. Ja, nach hinten gedrückt. Also man muss ja drauf landen, wie soll denn das gehen? Einfach landen, da ist ein Heli-Park. Ich überhol dich! Hä, nee, nichts. Vorsicht! Vorsicht! Wie bist du so schnell, so plötzlich? Ich bin unter dir! Hä, wie geht das? Wie geht das denn? Ja! Ha! Und ja, nein! Ich bin schon ausgestiegen! Du warst nicht drauf! Shit! Ich falle schon! Ich falle schon, Dina! Du hast nichts gemacht? Ohne! Ich bin gelandet! Habe ich jetzt gewonnen? Also meine Füße des Helis haben das Haus auf jeden Fall berührt. Ich weiß nicht. Aber ich habe dich extra runtergeschubst. Ja, Mann! Ich weiß nicht, zählt das oder nicht? Also ich bin auf jeden Fall gestorben, Leute. Ihr müsst in den Kommentaren entscheiden. Ich weiß es nicht. Entscheidet ich bin in den Panik, so schnell bin ich runtergesprungen, dann bin ich einfach gestorben. Leute, ihr müsst in den Kommentaren entscheiden, wer gewonnen hat. Aber das war auf jeden Fall eine mega geile Challenge von wie ist der? Leo hat es uns geschickt, oder? Leo, genau. Leo hat das geschrieben. Mega geil, Challenge. Mehr davon, bitte. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu machen. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben, um uns das zu zeigen. Kev, du musst mich nicht töten. Doch, muss ich. Leute, das war's für heute. Die nächste Folge kommt in 3 Tagen. Also, wir machen immer 2 Tage Pause. Dann kommt eine Folge, dann 2 Tage Pause. Dann geht's weiter. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bleibt geil, Leute. Ciao, ciao.